Splish, Splash im Rezzi Grand Hotel Sharm El Sheikh. Knapp 2 Wochen sind vergangen, seit Meerjungfrauen aus ganz Deutschland und aus aller Welt an den feinsandigen Stränden Ägyptens anlandeten, um sich beim Meerjungfrauenwettbewerb zu beweisen. Auf dem Programm stand Mermaiding mit allem, was dazugehört. Von zahlreichen Tauchwettkämpfen über Fotoshootings und Unterwasserposing war alles an Herausforderungen dabei, was eine echte Meerjungfrau können muss. Nach einem aufregenden Finalabend rund um den Titelkampf zur Miss Mermaid Germany 2017 steht die deutsche Gewinnernixe fest. Und sie kommt nicht etwa von der Waterkant, sondern aus dem Binnenland Hessen. Die 16-jährige Lara Chiarabea holte sich die deutsche Muschelkrone vor ihren Konkurrentinnen Dana Schäfer aus Norderney als Zweitplatzierte und Anscha Gebgen aus Hannover auf dem 3. Mermaid-Platz. Die glückliche und verdiente deutsche Gewinnerin erfüllt sich mit ihrem Krönchen einen lang gehegten Wunsch. Das war schon immer so ein bisschen ein Kindheitstraum. Ich bin schon immer mehr getaucht als geschwommen und habe dann halt versucht, wie so eine Mermaid zu schwimmen. Und dann war das einfach ein Traum, als ich dann wirklich so eine Flosse bekommen habe. Es bleibt auch weiterhin nicht nur sonnig, sondern auch spannend in Ägypten. Denn noch steht das große Finale zur Miss Mermaid International an.